genau zu Ossi. Ja, hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Metin 2 DE Azrael. Ja, wir stehen schon beim Schmied, denn wir fangen mit einer Kleinigkeit an. Ich habe wieder mal ein paar Sachen besorgt, womit wir uppen können. Hier seht ihr ein paar verschiedene Sachen. Die meisten davon sind schon plus 7. Und wir haben auch schon ein paar garantierte Schwitze dabei. Hier ist eine Seelenkristallhalskette, Quilinschuh plus 8 und so weiter. Und hier haben wir einen sehr hübschen Helm. Der ist noch plus 7, das werden wir aber in Stream uppen. Wir haben jetzt hier drei Armbänder, die wir noch versuchen werden, auf plus 7 zu uppen. Und ich würde sagen, das mache ich mal ganz flott. So, ein Armband plus 6, das könnte jetzt noch plus 7 klappen, das wäre ganz nice. Hat auch funktioniert, nice, dann würde ich sagen, die restlichen Sachen plus 7 werden wir in Stream uppen. Ihr werdet das gleich in der nächsten Szene sehen und ich würde sagen, ich mache einen kurzen Cut, bis gleich. So, Xevaxus hat gesagt, wir machen hier mal 10 Truhen auf, 21 Won, dafür muss jetzt das rauskommen, schauen wir mal. Dort wird Waffenstein, okay, kann man machen. Erste Truhe, nice. Zweite Truhe, dort wird Waffenstein. Du bist es, Junge. Du bist es, Junge. So, machen wir weiter mit einer schimmernden Muschel. Nordwind Waffenstein Plus. Alter Falter. Schimmernde blaue Perle. Feuerrunde der Aura. Schimmernde Muschel. Nordwind Waffenstein Plus. Okay, zwei Truhen noch. Jetzt noch die 424 Deutsche. Das wär's, Alter. Söldnerlizenz, nice. Und Nordwind Waffenstein. Was war das für 10 Truhen? Was war das für 10 Truhen? 45 und 30. 10 Stück. Digga. So Leute, wir sind jetzt beim Juwelier und werden ein bisschen was uppen. Plus 7 sind die ganzen Sachen hier, plus 8 müssen die ganzen Sachen noch. Und ja, schauen wir einfach mal, Granatohrringe. Plus 8, nice, okay. Dann machen wir ein bisschen weiter mit HTAs. Komm hier, die Lykana-Kette kann auch gerne mal fail gehen. Sag ich ja. Wir haben jetzt aber noch das Rubinarmband. Oh, würde das plus 8 gehen? Ich will endlich mal was von dem Zeug auf 9 kriegen. Der letzte Versuch, 3, 2, 1. Oh, okay. Okay, es sind gute Sachen plus 8 gegangen. Ah, hier haben wir noch ein HTA. Ah, auch noch. Okay, was Schmuck angeht, haben wir echt gute Sachen. Davon muss bitte was plus 9 gehen. Überleg mal, was das für Sachen sind. Und ja, Helme werden wir jetzt gleich noch machen. Ich mache einen kurzen Cut, bis gleich. Ein kleiner nachkommentierter Part und ab und zu in der Tombola hatte ich natürlich auch mal Glück und habe den ein oder anderen Tali bekommen. Da gibt es Leute, die definitiv sehr viel mehr Glück haben als ich. Aber ja, ab und zu ist dann auch ein Tali bei rumgesprungen und die sind natürlich auch ein bisschen was wert. Von daher hat man sich auf jeden Fall gefreut. So, Tagespreis habe ich noch keinen bekommen. In der Regel kriege ich immer pro Tombola zumindest einen Tagespreis. Ja, schauen wir mal, was dieses Mal bei rumkommt. Oder hoffentlich kommt überhaupt was rum. Schauen wir einfach mal. Ich wollte hier jetzt noch als kleine Info geben. Hiro verzögert sich leider noch ein bisschen. Der Simply ist leider krank geworden. Von daher müssen wir gucken, wie wir das aufnehmen. Aber das wird alles noch kommen. Ich weiß nicht, ob es diesen Sonntag kommt, aber dann spätestens nächsten Sonntag. Das heißt, ihr könnt euch darauf freuen. Und wir machen weiter. Let's go. So Leute, es geht weiter. Wir machen mit den Helmen weiter. Hier die Ork-Kapuze plus 8. Da sehe ich mich auf jeden Fall auch. Fehlgeschlagen. Aber wir haben noch gehörnter Helm. Tu es, Jung. Der zweite gehörnter Helm. Tu es, Jung. Da. Ach, nee, Jung. Komm, ja, okay. Da brauchen wir gar nicht weitermachen. Da brauchen wir gar nicht weitermachen. Also, 100er Charmi-Helm plus 8. Eigentlich wild, dass wir sowas haben, ne? Aber habe ich auf dem Markt gekauft bekommen. So. 3, 2, tu's Jung, 1. Es war so klar. Ja gut, machen wir mit dem Schmuck weiter. Hoffentlich kriegen wir was anderes als ein HTA plus 9. Schauen wir mal, kurzer Cut. So Leute, wir machen eine kurze Aufnahme beim Alchemisten. Und zwar, wir haben hier wieder ein paar Amethyste und wir haben noch ein bisschen was übrig von den anderen. Theoretisch können wir bis Antik durchappen und dann legendären versuchen.
Das wäre wild, dafür muss aber erstmal was funktionieren. Macht das Drachenauges was nicht? So. Fangen wir an. Fangen wir an. Hat schon mal fehlgeschlagen, perfekt. Hat schon mal fehlgeschlagen, perfekt. Komm schon, Junge. Tu es. Macha. Ey. Ja, gut. Wäre auf Ra sowieso fehlgeschlagen. Von daher ist okay, ich mache einen kurzen Cut. So, Leute, es ist soweit. Wir werden hier die Sachen plus 9 upen. Wir haben jetzt hier eine kleine Reihenfolge festgelegt. Wir fangen an mit HTAs und arbeiten uns dann runter. Auch Rubinarmband wäre so geil. So, fangen wir aber an mit HTAs 3, 2, 1. Das erste. Bail. Ich habe kein gutes Gefühl, aber wir schauen einfach mal. Bail. Granatohrringe. Komm schön, Junge. Granatohrringe wäre noch geil. Tools 3, 2, 1. Ha! Okay. Granatohrringe plus 9. Geile Sache. Wir haben schon mal was. Kanalwette. Leute, ihr habt verloren. Und ja, schauen wir mal. Quillins haben wir noch. Die könnten jetzt auch gerne mal plus 9 gehen. Ist gar kein Problem. 3, 2, 1. Erste fehlgeschlagen. Komm schon, Junge. Tu es. 3, 2, 1. Oh, okay. Quillin Schuhe plus 9. Nice. Nice, nice, nice. Mit 5 Boni schon drauf. Die Sachen mit Boni gehen eigentlich schlechter hoch, ne? Aber ey, wir haben einfach schon mal Quillin Schuhe plus 9. Ist nice. So, machen wir weiter. Wisst ihr was? Kette kann daneben gehen, aber das Rubinarmband, das hätte ich gerne. Nicht, weil es irgendwie mehr wert ist oder so, weiß ich gerade gar nicht, aber weil wir das schon sehr lange versuchen. Quillin sind unverdient, was soll das denn heißen? Hallo. So, gesehen, Kristall als Kette. Versuchen wir. 3, 2, 1. Tu es, Jung. So. Jetzt Küttes. Drachengott. Bitte. Das Rubinarmband muss noch. Das Rubinarmband muss noch. Ja, ihr freut euch jetzt auf das Rubinarmband, ne? 3, 2, 1, tu es. Scheiße. Ah. Ja gut, was willst du machen? Ich würde sagen... Hallo, hört auf zu lachen. Das ist nicht nett von euch. Eis die? Das bleibt unter uns. Ja gut, Quillinschuhe, Granatohrringe, nice. Können wir uns nicht beschweren. Und dann würde ich sagen, ich mache nochmal einen kurzen Cut. Bis gleich. Und am Ende der Folge natürlich noch die 10-Won-Challenge mal. Ja, dieses Mal machen wir es im Stream. Vielleicht packen wir es ja da mal. Und ich würde sagen, wir starten mit der ersten Truhe. Ich würde sagen, die erste Truhe 20kk. Schauen wir mal. Erste Truhe 40. Nice. Machen wir weiter. Eine Flamme wäre natürlich auch nicht schlecht. Da waren die 10er direkt hinten dran. Eine Flamme. Das ist nice. Machen wir 80. Das war eine 60er. Trojol, Grüße. Nice. Machen weiter mit einer 10er. Nein, 10. Nochmal 10. Na, lass nicht drüber reden. Lass nicht drüber reden. 230 bisher. Das waren nochmal 30. Nice. Nochmal 30. Ja. Ich sag jetzt nicht, dass man sich nicht beschweren kann, weil dann funzt wieder gar nichts. 410, 440. Ja. Bei 530 sind wir schon. Wir haben aber nicht mehr so viele Truhen. Da muss jetzt vielleicht nochmal noch eine Flamme. Nice. Vielleicht so 260er hintereinander wäre doch mal was, oder? Ja. 610, 640. Ja, nee. Ich mach mal hier das weg. Dann könnt ihr das noch besser sehen. War eine 10er, war eine 30er. Hier sehe ich es nicht mal. 720, 730. Noch 9 Truhen. Ich sag mal so. Ich sag mal so. Maverick stimmt. Das stimmt. Es wäre machbar. Wenn jetzt nicht nur 10er kommen. 10. 10. Ja, nee. Langsam wird es sehr knapp. 830. Ja, jetzt wird es langsam. 870. Ey, komm schon. 260er.
Zwei 60er. Ja, okay. 920, ey. Das ist wirklich nicht schlecht. Und dazu noch zwei Flammen. Das hat sich gelohnt. 920 war legit okay. War legit okay. Da können wir uns nicht beschweren. Ich würde sagen, das sollte es aber auch wieder für dieses Video gewesen sein. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Gerne bewerten, gerne einen Kommentar schreiben. Und ich würde sagen, ich bin raus. Bis denn. Grüße, Fossi.